Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Wir haben uns mit unserem Oberbürgermeister Dr. Rico Bahnschier hier am Pfaffenteich verabredet. Herr Bahnschier, es sind verschiedene aktuelle Themen, die uns bewegen. Das wichtigste Thema natürlich vorab, Ukraine, Schwerin hilft. Das steht so weit fest. Also Ehrenamtler als auch Hauptamtler, Feuerwehr, alle sind im Einsatz, um natürlich möglichst viele Flüchtlinge unterzubringen und auch Kontingente vorzuhalten. Wie ist die Situation? Ja, es ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Also wir haben in den letzten 200 Wochen eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft in Schwerin erlebt. Das ist getragen durch sehr viel Ehrenamt, insbesondere durch den Verein SITCH, also den deutsch-ukrainischen Kulturverein, der innerhalb von wenigen Tagen letztlich vom Kulturverein zur Hilfsorganisation gewachsen ist und sehr viele Dinge administriert, organisiert in die ukrainischsprachige Community herein. Aber wir haben auch sehr viel hauptamtliche Unterstützung von Hilfsorganisationen, dort auch mit Ehrenamtlern. Also ich sage zum Beispiel das DRK und das THW, die uns bei den Notunterkünften helfen, aber auch viele freiwillige Feuerwehren, die hier mitarbeiten und unser Hauptamt natürlich, die Feuerwehrleute, die Berufsfeuerwehrleute und vor allem voran unser Sozialdezernent mit seinem Sozialdezernat, die in den letzten zwei Wochen viel auf die Beine gestellt haben, viel aus den Erfahrungen von 2015 profitiert haben. Wir haben jetzt mehrere Unterkunftsmöglichkeiten in Schwerin geschaffen, ganz schnell ja Jugendherberge und Landschulheim. Jetzt die Notunterkunft in der Brahmsstraße, aber Sie wollen was fragen. Genau, können Sie heute am 15. März schon sagen, wie viele da sind und wie viele Sie erwarten? Also wir haben heute, Stand heute, haben in der Ausländerbehörde bei uns über 750 Menschen vorgesprochen und einen Termin vereinbart oder sich registrieren lassen. Das ist die offiziellste Zahl, die wir haben. In unseren Unterkünften selbst ist zum Teil ja auch ein Kommen und Gehen. In der Notunterkunft Brahmsstraße sind über 200 Menschen dort ja nur in Klassenräumen auf Feldbetten untergebracht. Die gehen dann auch relativ zügig wieder. Und wir haben in den etwas längerfristigen Unterkünften, in der Jugendherberge, in den Landschulheimen und in angemieteten Wohnungen auch ungefähr 200 Menschen untergebracht. Also in den städtischen Einrichtungen etwas mehr als 400 Menschen, aber insgesamt 750 Flüchtlinge in der Stadt, geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Gibt es schon Zahlen, auf wie viele Menschen Sie sich vorbereiten müssen? Oder ist das sozusagen in einem Wandel begriffen? Also es gibt ja auch geübte Katastrophenschutzszenarien und wir haben in der letztlich beübten Struktur die Vorkehrung, für 1% unserer Bevölkerung Notunterkünfte zu schaffen. Das haben wir bald erreicht. Also wir haben ja noch das Europa-Hotel in der Werkstraße schon mit Betten ausgestattet. Dort kann die Betreuung am nächsten Montag losgehen mit knapp 200 Plätzen. Wir sind in Gespräch mit Wohnungsunternehmen, um noch dezentrale Wohnungen anzumieten. Also wir könnten auch noch über diesen Bedarf gehen. Aber 1% für 1% der Bevölkerung notfallmäßig Unterkünfte zu schaffen, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Wir haben hier ein Interview auch geführt mit dem Krisenmanager des Landes, sozusagen der selbst gesagt hat, er ist von Beruf Schwarzseher. Nun wurde bei dem Ukraine-Konflikt vielleicht auch dieses Schwarzsehen wirklich zu einer Berufung, weil ja Putin ja selbst mit Atomwaffen indirekt gedroht hat. Gab es da auch Krisenszenarien in Schwerin, die da durchgespielt wurden? Dass man sagt, okay, haben wir überhaupt noch Bunkerkapazitäten? Gibt es überhaupt noch solche Geschichten? Oder ist also, das jetzt übertrieben? Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt übertrieben. In unserer ich bin nicht von Beruf Schwarzseher. Ich sehe die Sachen grundsätzlich immer auch mit einer positiven Perspektive. Und wir haben in den Krisenzeiten der letzten zwei Jahre sehr gut daran getan, uns mit der akuten Situation zu beschäftigen, mit den Problemen, die wir jetzt lösen, und dann ausgehend von diesen Problemen einen gewissen Weitblick schweifen zu lassen. Aber nicht uns mit jedem möglichen Szenario der Zukunft jetzt schon im Detail zu beschäftigen. Natürlich, wenn das Verwaltungsgebäude eines Atomkraftwerks brennt, wenn Kämpfe an Atomkraftwerken sind, dann beschäftigt sich man sich damit mit den Vorräten an Jodtabletten. Aber auch da sind wir vorbereitet. Dass, für die wahrscheinlichen Szenarien sind wir vorbereitet. Die unwahrscheinlichen, da würde ich nicht ins Negative spekulieren wollen. Themenwechsel. Die Corona-Krise ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Trotzdem natürlich wird noch aktiv diskutiert. Die Inzidenzzahlen steigen im Moment immer noch. Trotzdem wird natürlich von der Bundesregierung aus, vom Bund und den Ländern Lockerungsszenarien diskutiert. Der 20. März ist da im Gespräch. Da sollen
umfangreiche Lockerungen in Kraft treten. Was sagen Sie natürlich als Stadtoberhaupt, aber auch als Mediziner dazu? Macht das Sinn? Der 20. März ist jetzt natürlich ein gegriffenes Datum gewesen, weil es der Frühlingsanfang sein sollte. Ich habe ja schon im letzten Juli für einen möglichst pragmatischen Umgang mit der Situation geworben. Wir haben über den Winter und auch da schauen wir nach Dänemark mit einer relativ hohen Impfquote, haben die in den vergangenen Wochen teilweise 5000er Inzidenzen gehabt. Also wir brauchen, und meine persönliche Meinung ist, es hat jeder die Möglichkeit, sich zu schützen, sich individuell zu schützen, und es können nicht die Vernünftigen am Ende die sozusagen die Suppe der Unvernünftigen auslöffeln an der Stelle. Natürlich, und das erlebe ich in meinem Umfeld, auf Arbeit, im Privatleben, natürlich erkrankt man an einem Coronavirus und ist auch persönlich, man kann erkranken, man wird aber nicht mehr schwer, intensivpflichtig, lebensbedrohlich erkranken, wenn man geimpft ist. Und ich glaube, deswegen ist ein pragmatischer Umgang, er wäre auch schon vor 5 Monaten richtig gewesen und er ist jetzt umso richtiger. Ganz klare Worte von Ihnen, Herr Oberbürgermeister. Letztes Thema natürlich, es gab eine große Wirtschaftsansiedlung, geplante Wirtschaftsansiedlung. Intel kommt nach Magdeburg. Das wurde heute am 15. Februar bekannt gegeben, um 14 Uhr dann auch ganz offiziell. Schwerin war ja auch mit im Rennen. Warum haben wir das Rennen nicht gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Wir haben erstmal sehr viel richtig gemacht. Ich habe nochmal geschaut. Am 19. August kam die erste Nachricht zu mir, dass Intel in Europa sich ansiedeln möchte und deutsche Standorte begutachtet. Und wir waren bis zuletzt im heißen Rennen. Im Oktober war Intel sogar mit einer 20-köpfigen Delegation, hochkarätig besetzten Delegation hier, hat sich unseren Industriepark angeschaut, hat sich die Vorzüge und die Stärken, aber natürlich auch die Schwächen unserer Stadt direkt vor Augen führen lassen. Und bis zum Ende waren wir da heiß im Rennen. Muss ich nochmal nachfragen, Schwächen? Hä? Schwächen? Dass wir keine Universität in dieser Stadt haben, das ist natürlich, muss man jetzt sich nichts vormachen. Wir haben keine Universität in der Stadt. Wir haben in technischen Berufen natürlich einen Standortnachteil gegenüber Magdeburg. Unsere Gegend ist dünner besiedelt. Wir sind in der Nähe von Hamburg. Aber Magdeburg hat auch einen Vorteil mit dem Frachtflughafen in Leipzig. Es gibt Stärken und Schwächen einer jeden Region. Wir haben sehr viele Stärken. Und nach dem, was ich weiß, während die ganze Welt über Bayern und Dresden spekuliert hat, selbst der Figaro das noch geglaubt hat, waren wir Top 2. Und wir haben im Fotofinish verloren. Leider ist Second Place First Loser, aber wir werden dranbleiben. Wir sind jetzt auf der internationalen Landkarte noch stärker verordnet mit dem wunderbaren Industriegebiet in einer wunderbaren Stadt. Und ich glaube, wir haben die Chancen für die nächsten großen Ansiedlungen jetzt durchaus erhöht. Auf alle Fälle, Sie haben es ja selber gesagt, eine Schwäche ist die fehlende Universität. Jetzt werden Sie sich auch endlich ganz stark für dieses Thema einsetzen. Nein, also habe mich immer eingesetzt. Es ist nicht meine Entscheidung. Ich kämpfe an den Fronten, an denen ich was gestalten kann. Und an dem Punkt, können Sie sicher sein, kämpfe ich auch an dem Punkt, an dem ich nicht gestalten kann. Aber wie gesagt, es ist nicht meine Entscheidung. Herr Bahnschier, vielen Dank für das Gespräch. Natürlich viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.